Zeit mal einen Vlog gemacht über das Thema Altersvorsorge bei Edeka und dann wurde mir gesagt, die Quirinbank hat das damals gesagt, ja, das ist gar nicht so und Geldanlage und Altersvorsorge an der Kasse, das machen wir ja gar nicht, die können Gutscheine kriegen und sich dann von uns beraten lassen. Jetzt arbeitet Edeka mit einem weiteren Unternehmen zusammen, das ist das Unternehmen Grow New und das ist ein Robo-Advisor und die Geschäftsleitung sagt das sehr klar in ihrer Werbung, aber auch in den Pressemitteilungen. Da steht Altersvorsorge, Sparpläne direkt zum Mitnehmen. Geldanlage soll so einfach sein wie Obst kaufen. Das ist gefährlich. Die Altersvorsorge muss gut sein für die nächsten Jahrzehnte. Das an der Supermarktkasse ist gefährlich. Und lass dich nicht darauf ein, das ist ein unseriöses Vorgehen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann ruf mich an, dann schreib mich an.